Jo, meine Freunde, seid mir gegrüßt. Willkommen zu Minecraft. Ja, ich habe eine, denke ich, ganz brauchbare Lösung gefunden für unser Problem hier mit den Goldbarren und Goldblöcken etc. pp. Und zwar wie folgt. Ich habe alles nochmal weggerissen, was ich im letzten Part hier gebastelt habe mit euch zusammen oder zum Teil schon vorher gebastelt hatte und habe das so gelöst. Ich habe die Trichterstraße, ist jetzt etwas länger, das dauert halt ein bisschen länger, bis die Items da durch sind, aber ja, anders geht es halt nicht an. Ne, also, weil ich wollte jetzt eine Sache haben, dass ich halt, wenn ich jetzt in der hier im Ofen zum Beispiel sagen wir mal hier Schwerter von irgendwelchen Gegnern geschmolzen werden oder Rüstungsteile, wie zum Beispiel. Ich frage mich, ob das beim Diamantschwert auch geht. Ich kann das hier mal ausprobieren. Ne, ob die. Nee, geht nicht, okay. Ja, wäre ja auch sehr witzig gewesen, wenn das gehen würde. Da geht ja auch mit Rüstungsteilen, also Eisen- und Goldrüstungsteile. Und jetzt kommt halt, da kommt ja immer ein Goldbucket raus, ne? Und ich habe jetzt ja hier mit Eisen angefangen. Hier. Oh. Hier sind die Ingots, also die Barren drin. Und. Tut mir leid, muss ich jetzt machen. Und die werden hier halt umgekraftet zu Goldblöcken, Eisenblöcken und hier unten. Halt über diese Trichter in den Dropper da gebracht und in den Wasserstrom geschossen. Und der ist, wie ihr seht, ein tiefer gebaut als dieser hier, der macht halt die Klumpen zu oder Nuggets im Englischen zu Barren, ne, und die Barren schiebt er halt gleich wieder in diesen und dasselbe ist hier, hier habe ich die Kupferbarren drin, die werden halt zu Kupferblöcken und wie gesagt, der Itemstrom geht, also die Trichter gehen bis da hinten durch halt. Ich habe erst die gebaut, den habe ich eigentlich einfach nur hinten dran gebaut, weil ich, eigentlich habe ich gesagt, ich kann hier irgendwo herbauen, aber ich denke, das ist so besser. So ist, ich habe den erst nur zwei auseinander gebaut gehabt, aber dann habe ich gemerkt, dass das zu wenig Platz ist für die, weil wir brauchen, ihr seht, ne, den 9x9 plus die 2 immer für den, ne, zum Auslesen, wann der halt kraften soll. Da ich halt jetzt immer nur einen auseinander, aber immer in entgegengesetzte Richtung halt gebaut. Und so können, ja, kommen sich die Redstone-Dinger nicht in die Quere. Und hier, wie gesagt, ist es genau umgekehrt. Hier sind erst die Nuggets und dann die Ingots. Weil, ja, dann wird, das ist alles in eine Richtung so. Und so fand ich ganz, ganz okay so. Und wie gesagt, auch hier hat ein tiefer, dass halt die von hier direkt da reingeliefert werden.
Hier sind jetzt noch ein paar drin. Ich habe jetzt den ganzen Vorrat, den ich hatte, hier durchgeschoben. An. Und ja, hier sind natürlich auch 41 Journalinen drin. Ups. Hier reiche ich noch nicht mal um. Na gut, ich hatte da nicht so viel. Ja, hier die sind da jetzt drin. 12, 9, nee, 19. 19. Aber hier bin ich noch nicht glücklich mit, weil das Gold noch zu oft vorbei schießt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll. Ich müsste halt das ganze Lager. Nee, ist mir nicht durchgefallen. Ich müsste halt das ganze Lager halt verschieben, ob ich da Bock zu habe, weiß ich noch nicht. Ja, dann wollte ich euch nur mal gezeigt haben, dass ich halt jetzt eine Lösung gefunden habe. Vielleicht baue ich das hier noch ein bisschen schön, aber ich denke, das ist, wie gesagt, klar für mich persönlich, ich brauche eigentlich so ein riesen Ding nicht, aber wenn jetzt wirklich wie in diesen Server-Dingern oder so, wo sie halt riesige Projekte bauen und alles in Survival, ne, hier so eine riesige Gebäude oder was auch immer, denke ich, da kann man schon mal so was vielleicht brauchen, dass man sich halt alles gleich in Blöcke umknüpft, wenn man halt viel brennt, so, ne. Zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, oder wenn man eine Eisenfarm hat, kann man sich ja auch direkt so ein Ding dran bauen und wie gesagt, ne, das ist alles, was ihr braucht. Ich finde es eigentlich dafür, dass wir jetzt einen extra Block haben, der kraftet immer noch sehr groß, ne? Also das sind immer noch, wie gesagt, 11 Blöcke, ne, die ihr braucht, um sowas zu bauen. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das noch kleiner zu machen, aber ich glaube irgendwie nicht. Ne, also weil, na gut, außer natürlich, ihr drückt da manuell oder macht da eine Glock dran, eine Glock braucht ja auch ein bisschen Platz. Also, ne, ich meine, man muss ja hier irgendwie was haben, dass man, immer wenn was voll ist, das, ne, also das ist halt die Lösung, die ist, denke ich, ganz gut. Und wie, wenn man halt so eine Smeltery hat, wo man halt viel durchschmilzt oder so, kann man das schon mal so machen. Und ich meine, hier sind jetzt alle drei Möglichkeiten drin, die man jetzt machen könnte. Ne, aber ja. Ne, ich meine. Ja, gut. Wie gesagt, Eisen, wie gesagt, ist ja so, dass das eher noch für ein Early Game oder so noch relevant ist, aber. Aber jetzt eigentlich natürlich nicht. Normal macht man sich ein Eisen und da hat man schon Ingots. Und da kann man halt, wenn man halt die viel laufen lässt, einen Crafter ranbauen, der die halt zu Blöcken macht oder so. Ne? Aber wenn man zum Beispiel so eine Farm, eine Goldfarm hat, die halt Ingots. Schleim, du stirbst und runterspringen, hier stirbt doch nicht. Okay, hier ist ein Schleimschau, wo die Goldfarm steht. Ja, ist mir nicht aufgefallen, dass auch Schleim noch spawnen können. Wäre echt nie aufgefallen. Und die können so einen Sturz überleben, wenn ja gut sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 Blöcke, na ja gut, kann man zurück. Wenn du Monster überleben, bist du über 20 Blöcken. Ne? Also, aber normal würden sie eigentlich nicht darunter springen bei so einer Höhe. Ne? Weil sie sind ja. Ich glaube, mehr als ein Block oder würden Monster eigentlich normalerweise nicht runterspringen, ohne wenn da eine Treppe dort dran wäre oder irgendwas. Also. Aber ich glaube, Schleime sind da ein bisschen anders drauf. Die machen das trotzdem. Ja, da wollte ich jetzt euch nur mal gezeigt haben, wie gesagt. Das habe ich euch im letzten Video schon gezeigt, dass ich das hier mit diesen coolen
Worldbuilder-Programm oder Worldbuilder-Ad, und wie das da irgendwie bei der Bedrock jetzt heißt, so cool. Hier, wie hat das denn die ganze Funktion? Finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen, warte, wir können ja mal kurz hier. Ne, ich baue jetzt hier mal. Kurz so. Oder hier machen wir einfach ein Kreuz, so, warum nicht? Ne, so, ne, und jetzt kann man sagen, zum Beispiel, ich nehme mal jetzt die Werkzeugkiste, das geht einfach. Nehmen wir jetzt die Werkzeugkiste, so. Öffne die, mit dem Ding hier, ne, zum Beispiel, kann man sagen, einmal hier, Position 2. Und Moment, da muss ich mal kurz einen Block haben. Hier, mal guck der rüber, nee, ne? Dann sind auch 3. Nee. Position 1. Position 2, da hat man dieses Ding, ich mache die Hilfslücke hier weg, ja, oder auch nicht. So. Ja, und dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, hier mit dem Ding hier, ne, wenn ich das nehme und ich aktiviere mit das Block setzen, ne, also, und hier kann man halt einstellen, bis zu 50 Blöcke kann man zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt sage, ich will 3 Blöcke bewegen. Schon hat sich die 3 Blöcke bewegt, oder ich kann zum Beispiel das hier nehmen, das ist genau Stapel, ne? Wenn ich das aktiviere, dann geht immer in dahin, wo man hinguckt, ne? Also da, wo ich gerade hingucke, da, wenn ich jetzt hier so bei Menge, sagen wir mal, 6 nehme, dann kopiert er das 6 mal hintereinander, zum Beispiel. Okay, der wird original, wird dann nach hinten versetzt. Ne? Was können wir noch machen? Gucken hier, das ist. Okay, ich muss erst. Ausschneiden. Dann kann ich es rotieren und jetzt muss ich wieder einfügen oder was? Ja, was war denn einfügen? Das hier. Aha, okay.
wo wir das ausschneiden. Und was man halt in der Zwischenablage hat, wenn jetzt hier. Ja, ich habe mich damit noch nicht so lange so viel rumexperimentiert. Kopieren. War die hinkopiert? Okay, hat irgendwie einander kopiert. Oder so. Ja, okay, da muss ich mich noch mit auseinandersetzen, wie das funktioniert. Ich schließe mal kurz den. Weil jetzt schießt das alles weg. Ja, gibt es noch. Hier, ja, wie gesagt, mit den Kugeln, das habe ich noch nicht so ganz genau rausgefunden. Das habe ich euch schon gezeigt, mit dem, der den Zustand der Dinger ändern kann. Ja, hier kann man. Ja, ne, hier da braucht man zum Beispiel den hier. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, mit dem Ding hier. Nee, nicht Luft. Muster aus Blöcken. So, und mit dem kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen. Ups. Ja, Zahn ist für Einstellung, das ist jetzt nicht so wichtig. So, und dann kann ich jetzt halt hier so eine Linie Steine einfach einziehen oder so. Jetzt geht gar nicht, geht das eigentlich auch in. Ja, geht auch, man kann sogar in drei nehmen, genau. Geil. Da kann man ja wirklich cool mit bauen, denn ey. So, und dann hier zum Beispiel. Ja, das habe ich hier noch nicht so ganz verstanden mit dem Flipboard-Ding. Hier ist noch der Umriss. Ne, da kann man zum Beispiel. Ja. Ja, nee. Was hört man auf damit? Hä? Was ist denn schon wieder? Gibt es natürlich die Beschreibung. Select now, do you create the next using? Pick up a block you would like to use. This block. Den habe ich doch gemacht. Ja. Jetzt zuerst wieder mit dem Marker markieren oder wie ist das? Wo ist denn der Marker? Ach, der ist hier. Wahrscheinlich muss ich jetzt erst wieder markieren. Position 1.
Position 2. Das ist keine Outline. Hä? Funktioniert das nicht? Er macht einfach eine komplette Fläche. Okay. Irgendwas mache ich irgendwie falsch, glaube ich. Er macht dasselbe wie. Hä? Ich glaube, das ist noch nicht ganz perfekt. Irgendwas stimmt da noch nicht. Weil er macht dasselbe mit dem Füller wie mit dem Rahmen. Also, ich glaube, manche Dinge funktionieren noch nicht richtig. Und hier. Ja, Tool, Brush, ja, da kann man halt verschiedene Sachen bauen. Und der hier ist auch ganz interessant. Da kann man sich halt warpen und teilweise auch irgendwie durch Blöcke hindurch, ich weiß nicht. Ja, hier wieder habe ich versucht, so eine Kugel zu machen, die hat halt. Oder beziehungsweise ein Zylinder, die haben halt, machen halt bloß auch so eine Ebene, bloß halt einfach. Keine Ahnung, warum das so ist. Irgendwas verstehe ich da anscheinend noch nicht so richtig oder so, ich weiß es nicht. Warum der jetzt hier in beiden Fällen so ein Feld baut, weiß ich nicht. Also. Dann, wie gesagt, kann man noch mit. Wo ist denn das Ding? Irgendwo gab es da noch so ein. Eigentlich hatte ich schon wieder gelöscht, oder? Den Baupinsel? Es gab doch noch einen Baupinsel. Ja, Toolbrush. Ach doch, hier, den habe ich sogar schon. Ja, es gibt hier Stapel, Befehl, Block ersetzen. Und Block durchschalt Ding. Und bei den Pinseln gibt es Kugel, Zylinder, Konstruktion, Erosion und Deckschichtpinsel. Das sehe ich gar nicht. Und ich habe den. Ich habe hier. Den habe ich Bau genannt, das ist der. Habe ich den jetzt gekriegt? Nee. Ah, der Inventar ist voll. Ah nee, das kann man leider nicht aus dem Inventar werfen, oder?
Und da kann man jetzt halt so freihand mit malen. Ich weiß gar nicht, ob man den Block, mit dem man malt, irgendwie ändern kann. Finde ich auch eine coole Sache. Naja, ist egal. Ja, wie gesagt, das sind schon coole, schöne Sachen hier, die dabei sind, die viele Dinge einfach machen. Weil eigentlich muss ich anscheinend noch ein bisschen drin arbeiten. Ja, man kann halt ausschneiden. Ja, wie gesagt, das hier, die Maskenauswahl ist für die Kugeln und Zylinder irgendwie, aber wie gesagt, wie es genau funktioniert, weiß ich halt leider nicht. Und ja, wir, da sind noch ein paar andere Werkzeuge, die noch ganz interessant sein könnten. Und wir das hier zum Rotieren und das halt zum Rückgängig machen und zum Wiederholen, keine Ahnung. Und Wiederholen heißt. Nicht mehr zu überarbeiten, okay. Kann nicht gefallen lassen. Ja, man kann halt alle mit. Einfach die Werkzeuge müssen wir wegmachen, die Kamera wegschmeißen. Ja, ich würde mir einige Dinge. Ja, das ist immer blaue Wolle, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, da müsste man sich damit auseinandersetzen, ob man den Pinsel irgendwie ein anderes Ding geben kann, weil sonst müsste man ja die Blöcke jedes Mal erst ändern, ne? Weil ich glaube, ein Block, soweit ich weiß, zum Ersetzen der Blöcke. Damit sagen kann, ich will den Block durch was anderes. Ich glaube, es gab aber einen Block-Changer, ne? Die konnte man irgendwie bauen, aber da musste ja. Das wurde durch das Pack, wurde glaube ich auch erst geupgradet, aber warum manche Dinge nicht so funktionieren wie sollen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, zum Beispiel wie die Outline hier oder so, das ist schon komisch. Oder ist das, oder muss das eine senkrechte Outline sein? Ja, keine Ahnung. Ja, hier bei dem Zahnrad, da hat man halt ein paar Einstellungen, die man so hier machen kann. Luft in Zwischenablagen einbeziehen. Entitäten in Zwischenablagen mit einbeziehen und so weiter. Das sollte man machen, wenn man halt irgendwas mit Loren oder sowas kopieren will, oder man halt ein Tier oder sowas kopieren will. Ne? Ja, manchmal setzt sich auch Blöcke sehr weit weg mit diesen Pinseln, muss man manchmal ein bisschen aufpassen, wo man da hinten malt. Ja, das ist jedenfalls ganz lustig. Kann ich euch empfehlen, dieses. Wie hat das? Word Builder heißt es. Gibt es dafür, keine Ahnung, lass mich lügen, 10 Euro? Waren 10 Euro oder waren 7 oder so? Ne, ich glaube 6 Euro, waren 5,99 glaube ich. Kann man im Shop sich holen, finde ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, vor allen Dingen, kopieren ist ganz nett und das Verschieben vor allen Dingen auch hier. Das Verschieben ist ganz nett und das Kopieren kann auch durchaus interessant sein. Bloß da muss ich vielleicht noch rausfinden, wie man das genau machen und das hinstellt, denn, ne, dass man da vielleicht genaue Punkte. Naja, also gut, das Bad, der Part muss ja auch nicht so lang sein. Das Bad, wie gesagt, ging hauptsächlich um meine Anlage, wie gesagt, vorhin im letzten Part. Noch ein bisschen dubios gewesen, die ganze Geschichte, aber ich denke, jetzt habe ich das ganz gut hingekriegt. Ja, wie hat hier einfach die Hopper, ne, einfach so lang gezogen. Hier, ne, von da hinten wird da geht es halt zu dem Kupfer
Umwand dahin sozusagen. Und jetzt kann es halt noch ein bisschen schön worden. Ja, ich werde das im Survival-Werk wahrscheinlich nie so was Kompliziertes bauen, weil ich da nicht so riesen Projekte halt mache, die so viel Materialien erfordern würden oder so. Also von daher. Ah, okay, da kommt man da nicht mehr durch. Ja, wie gesagt, jede Einheit ist hier immer gleich. Ne? Das ist der Handwerker, mit dem wir was herstellen, also in dem Fall zum Beispiel den Eisenbarren. Und der Handwerker, der zweite, ist halt dafür da, um den Signal von Stärke 9 hier reinzuleiten, damit der halt erst bei, wenn halt alle neuen Plätze belegt sind, anfängt zu arbeiten. Ne? Vorher lässt er das Signal halt nicht durch. Und diese Schaltung, die ihr hier seht, dass man halt das Signal einfach nochmal zurücklenkt, ist dafür da, dass halt, wenn er jetzt wie hier, wenn er jetzt zum Beispiel, ihr könnt jetzt halt zum Beispiel 27 drinlegen, dann würde er trotzdem craften können. Ne? Und ich meine, das spielt hier keine Rolle, das wird mit einem Trichter so schnell nicht überfüllt werden, aber trotzdem sicherheitshalber sollte man trotzdem so bauen, auf den E-Verstärker kommt es nicht noch an. Und das ist halt bei allen gleich, die Schaltung. Ne? Wie gesagt, ich habe halt, jede Einheit besteht halt aus dem Item-Sorter, der halt hier das Item rauszieht. Ja, ich hätte hier auch einen Trichter, das wär im Grunde kein Unterschied gewesen, glaube ich. Weil ich glaube, das Problem ist eher, eher der hier, ne? Scheiße, ja. Vielleicht hätte ich doch anders bauen müssen, aber hätte ich doch noch einen tiefer bauen müssen. Ich hätte vielleicht. Ja, da das Eichenpass hinlegen sollen. Und die ganze Orientierung. Naja, das ist so wie, das wird schon funktionieren. Weil immer, wenn eins da durchfällt, dann wird das hier auch, geht die auch an, fällt dann auch wieder runter. Das ist nicht das Problem. Und wie gesagt, hier unter den Handwerkern ist über ein Eichenfass oder ein Fass drunter oder eine Truhe. Das ist ganz wichtig, weil sonst die Items da rausgezogen werden, wenn ihr dann direkt, also wenn ihr nach unten zeigt, wenn ihr nach unten zeigt, weil ich wollte die jetzt nach unten haben, gut, ich hätte auch natürlich hier Nebentrichter setzen können, aber ich wollte die halt direkt nach unten haben, ne, da müsst ihr darauf achten, dass wenn da der Auswurf nach unten zeigt, dann saugt der Trichter das leer. Ne? Also, obwohl ich es gar nicht. Ja gut, ich meine, der wird natürlich auch sehr leer saugen, wenn der Auswurf nicht nach unten zeigt, aber den würde man dann so nicht bauen. Warum sollte man unter einem Handwerker den Trichter bauen, damit er den leer saugt? Ne? Aber den Auswurf muss ja irgendwo dahin, wo man das hinhaben will, und wenn man es halt nach unten baut. Ja, jetzt ist eigentlich, ja, ne, diese Einheit, der Item-Sorter, der halt den Handwerker befüllt, und wenn der halt voll genug ist, wird der halt ausgelöst, und da unten ist halt der Abtransport der Items. Wird bei denen mit den Nuggets, wo halt das Eisenbarren oder Goldbarren rauskommt, der geht dann in die Blockkonstruktion, und die Barren fallen dann direkt in die Blockkonstruktion. Und jetzt hier gibt es halt nur Blöcke bei Kupfer, da gibt es keine Ingots, keine Nuggets, also Eisen, also Kupferklumpen gibt es nicht. Noch nicht, vielleicht werden sie noch irgendwann eingeführt, aber
Ja, die Eisenklumpen gibt es ja auch noch nicht. Die gab es ja auch nicht immer. Die gab es auch erst seit keine Ahnung welchen Upgrade. Da kommt schon wieder ein Zombie gestorben. Ja, dieselbe Schaltung benutzt man auch beim Dropper, ne? Damit der halt, wenn der jetzt halt mehr als ein Item drin hat, trotzdem weiter droppt. Ne? Das ist halt so ein. Ich glaube, eigentlich sollte man das noch auf Video stellen, aber irgendwie geht es auch so. Geht es auch nicht. Obwohl, ich meine, ich glaube, beim Dropper müsste das sogar gehen, wenn man das auf Video stellt. Ich glaube, das geht nur hier nicht, wenn man das auf Minus stellt, weil das Signal nicht mehr durchkommt. Glaube ich. Ich glaube, wenn ich hier jetzt 9 anlege und ich stelle ihn auf Minus, ne, dann geht ja hier 15 rein. Minus 9, ich glaube, das funktioniert irgendwie nicht. Dann sind es bloß noch 4 und dann geht es nicht mehr raus, glaube ich. Ich glaube, so, das so funktioniert, deswegen funktioniert das nicht. Aber ich weiß es nicht genau, aber. Aber hier beim Dropper sollte es funktionieren. Naja, wie auch immer, das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.